nicht eine andere Leitung kriegen. Habe ich jetzt gesehen, dass mein Internetanbieter zum gleichen Preis, wie ich momentan bezahle, jetzt eine 150.000er Leitung anbietet. So, jetzt habe ich mir überlegt, weil möglich ist bei uns bis zu 250.000, ob ich beide Leitungen soweit umstelle. Ob sich das lohnt oder nicht, weiß ich nicht. Okay, der Upload wäre natürlich um einiges besser. Dann hätte ich 6 MB Upload, ne? Aber ich weiß nicht, aber der Preis wäre schon nicht verkehrt, wenn man überlegt, 35 Euro, ob ich jetzt eine 50.000er Leitung habe oder eine 150.000er Leitung für 35 Euro. Das ist ein Unterschied, ja. Den Schnickschnack drumrum, ich meine, okay, HD-Sender ist nicht verkehrt für zu Hause, aber dieses, dass du auch von unterwegs auf deine Bibliothek oder Fernseh gucken kannst, das brauche ich alles nicht, weißt du? Geht mir wirklich um die Internetleitung. Ja, gut, auch wenn es derselbe Preis ist, ist doch scheißegal, was du da alles machen kannst. Ja, klar, schon. Logge ich nochmal aus. Mal gucken, ob ich hier irgendwie eine andere Map aussuchen kann. Singleplayer. Arena. Pi. Ah, ich verstehe. Alles klar. Hahaha, ha, ha, jetzt wolltest du dich rächen oder was? Das kannst du nicht so gut wie ich, glaub es mir. Was versuchst du? Ja, super, jetzt hast du meinen Stuhl total verstellt. Minecraft im Zombie-Universum. So, das ist meine Standard-Map hier. Genau, da sind unsere ganzen Autos. Cool. Der Brunnen hier ist neu. Sieht erst total anders aus, Ich diesen. glaube, guck gerade, also für den Preis, den ich jetzt zahle, kriege ich zurzeit eine 14.000 Leitung. Für denselben Preis. Bis zu oder steht also zu 100%? Nee, zu 100%. Ja, würd ich überlegen. Ne, also wie gesagt, Ja. wenn die es immer einstellen beziehungsweise so anbieten, ne, direkt auch wechseln und wie gesagt, ich spiele auch mit dem Gedanken. Das Problem ist, ich habe ja eigentlich so ein Dreierpaket, also Fernsehen, Telefon und Internet. Ja, richtig, ich auch. Bloß jetzt gibt es hier bloß noch einmal die Doppelpakete, also Telefon und Internet. Okay. Bei meinen komischen, nee, ja, Trio Digital Flint. Ach. Ah, nee, doch nicht. Ich hab's immer noch 16.000er, alle klar. Tomato Seeds. Ja, wie gesagt, Außenhalt. ich muss mal gucken, dass ich habe hier Tomatensamen und so weiter aufgestellt. Ja, ich muss mal gucken, was ich mache, ob ich Leitung wechsle oder nicht. Was blinkert denn da hinten? Ja, wenn es bei dir derselbe Preis ist, also würde ich sagen, findet einfach Ja, die machbar Frage ist ist jeder. halt, ob es so einfach umzustellen ist oder ob da wieder so ein neuer Kasten, neuer Router und keine Ahnung was kommt, weißt du? Hä, was blinkert denn da oben? Was ist denn das? Das ist aber neu. Rotes Licht. Einfach mal hinlatschen. Ich sehe schon, komm, ich werde sterben. Ey, mit dieser Latenz hier ist schwierig, wa? Zum Stream hin.
Inwiefern? 20 Sekunden, 25 Sekunden Verzögerung, Zeitverzögerung. Ja, das kommt halt auch immer drauf an. Das ist wie beim Telefonieren. Oder wenn du Fernsehprogramm hast. Irgendwann, wenn alle miteinander telefonieren würden, kommt der Ton ja auch verzögert an. So kannst du dir das vorstellen. Krass, das ist aber neu hier. Immer alle doppelt. Du erzählst mir irgendwas, ich bin schon total gelangweilt davon und dann höre ich es mir nochmal Ja, natürlich. Doppelkommando hält besser. Genau, da war die eine Farm, das ist die andere Farm. Irgendwo haben wir nämlich angefangen, Gerüst aufzustellen. Wir uns auch versucht haben, so nach und nach halt die Gebäude aufzustellen. Wow, mit einem Schlag in die Fresse ist der Hunger gekippt. Bäm. Magazine, die ich nicht gebrauchen kann. Na super. Noch eine Pistole. Beim Nico lohnt sich das. Wenn er 5 Euro mehr zahlt, bekommt er anstatt 10 Mbit Upload 50 Mbit. Upload? Upload? Frag mich auch gerade. Upload? Weil, nee, glaube ich nicht. Ich denke mal eher, dass du Download meinst. Weil jetzt mit meiner 50.000er Leitung habe ich 2,5 MB Upload. Und wenn ich die jetzt hochstellen würde, hätte ich 6 MB Upload. Also es wäre, naja. Für Videos hochzuladen auf jeden Fall geil oder hier zu streamen. Ja. Steht auf der Seite, sagt er. Okay. Was hast denn du für einen Anbieter, wenn ich fragen darf? Ich ist mal gespannt. Telekom. Ach, Telekom. Ach so. Das mittlere hat er. Guck mal. Download. Und 10 Upload. Statt mit bis zu 50 Mbit im Download und bis zu 10 Mbit im Upload. Bis zu. Bis zu. Das ist nämlich die Klausel, wo sie sich immer drauf beharren. Wenn du irgendwann sagst, ja, von diesen angeblichen 5.000, die ich hier habe, kommen aber nur 16.000 an, sagen die zu Ja. dir, ja, gucken sie sich mal ihren Vertrag an. Das Problem hatte ich ja damals. Weswegen ich auch irgendwann gewechselt bin. Die haben immer Versprechungen gemacht und konnten sie nicht einhalten. Dann bin ich ja irgendwann tierisch mit denen angeeckt. Ja. Oder Hände wie das unten. Was macht denn der eigentlich? Wer denn? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, Henry. Ja, gute Frage, nächste Frage. Der hat sich hier irgendwann mal total verdünnisiert. Habe ich jetzt falsche Richtung gelatscht, oder? Ich weiß gar nicht, ob der mich noch in der Freundesliste hat. Ich Ja, weiß nur. hatte. Echt? Ich sehe halt nur, dass er ab und zu mal online ist und hier irgendwelche. Ja, uralt Games, sag ich mal, spielt, aber das war's auch. Letztes hat er gespielt 7 Days to Die, Crysis 2. Sein Lieblingsspiel ist Arma 2 mit 2,2 Stunden. Crysis, was war nochmal Crysis? Keine Ahnung. Ach! Hier dieses, mit diesen Cyberanzügen da. Was diese Ja. Cry-Dingens Engine hat da, total krass.
Das legt sich ja nicht aus. Vier Gigabyte. Sind ja bloß noch 10. Geht doch. Ach, hier ist das, genau. Siehst du gleich die Plattform? Da haben wir nämlich angefangen, hier Wände aufzustellen und sowas. Wollten mich ein bisschen Also Nico anbauen. schreibt gerade, er Nur ohne hat die Telegeschichte, ja. 8 Mbit. Das ist wirklich total krass. 8 Mbit Upload. Puh. Da kann ich dir nicht mithalten. Craft. Ja, wenn ich jetzt wüsste nochmal, wie Craften geht, aber egal. Ich bin ja nur voll. Habe ich doch schon so viel Durst. Ja, Tatsache. Krasser Scheiß. Ich will jetzt irgendwas zu fressen da. Ne, aber noch so eine Flasche. Ja, jetzt muss ich mir noch zu süffeln holen. Und dann kann ich die verrotteten Sachen. Ja, aber immerhin haben sie bei dir schon Glasfaser verlegt, Nico. Wenn ich überlege, bei der Familie von meiner Freundin, haben sie angeblich Glasfaser verlegt. Aber nur bis zur Straße und nicht bis zum Haus. Das heißt, sie müssen immer noch auf der alten Leitung besitzen bleiben. Das fand ich so lustig. Gerade mal, ich habe ja hier Handy, habe ich so LTE-Netz, ne? Da habe ich also bis zu 16.000 Download. Also so im Schnitt 15 Mbit Download. Und ein Upload von 7 bis 8 Mbit. Das ist gut. Mit dem Telefon. Gut. Hätte ich auch gerne mal mit dem Computer. Ich sollte am besten mal alles auf mein Handy laden und von da aus hochladen. Der Upload ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, für mich halt nur für die Videos. Der Rest, naja, wobei die zweite Leitung, die reicht vollkommen aus, wenn ich das da per Laptop die ganze Zeit laufen lasse. Ne, kann ich alles hochladen lassen, dann irgendwann die Beschreibung reinsetzen, ist das okay. Und jetzt halt zum Stream, das wäre super interessant, weil umso höher du die Bandbreite setzen kannst, umso besser natürlich die Quali irgendwann. Nikolaus, Nikolaus. Ja, heute hast du was gekriegt. Ja, eine Diskussion auf Arbeit. Ja, wir haben heute so und so viel Volumen, bla bla, das. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich sag, hast du nicht was vergessen? Nee, was soll ich vergessen haben? Ja, bist du dir ganz sicher? Nee, ich hab nichts vergessen. Das heißt, was ist mit Nikoläusen? Rundrum, jede Abteilung bekam so einen schönen Nikolaus, keine Ahnung, was für Mützen, und unsere Abteilung blieb draus sitzen, so von wegen, ja, wir haben nichts da, findet euch damit ab, und naja.
Dann wirst du doch blöd angemacht, weil du den angeblich angefrotzelt hast, dein Vorgesetzt, wo ich sagte, hör mal, ich habe dir eine normale Frage gestellt, weißt du? Naja. Natürlich ein bisschen. Naja. Eine Rope, Rope, Rope. Ah, ein Ey, aber ganz ehrlich. Generator, yeah! Mit so Kuh hättest du mal Feuer sagen können. Was denn? Ja, dass du das hast, wenn du spielen magst und so weiter und so fort. Ja, ich hab's ja selber auch seit gestern. Ja, hättest du ja gestern mal was sagen können. Wir sollten wissen, was du alles neu hast. Jedes Mal dasselbe mit dir. Ich hier ohne was tragen? Ah, sag ich doch. Siehst du? Was denn? Gut, dass wir uns abgesprochen haben. So. Wie kann man die Sachen wegschmeißen? Ach so, Drop. So, jetzt holen wir mal die ganzen verrotteten Sachen hier raus. Dann kann ich jetzt meine Farm wieder bestücken. Ich bin ein dummer Zombie. Ich laufe nur dumm rum. Ich habe kein Gehirn und darum bin ich dumm. Outfield. Energy Drink. So, Crafting. Und zwar will ich die verrottete Dingens hier reinhaben. So, und jetzt habe ich so ein Saatgut bekommen. Richtig. Was haben wir denn noch hier rumliegen? Endlich einen fucking Generator gefunden. Bin ich schon seit Ewigkeiten, haben wir den gesucht gehabt, keinen bekommen. Jetzt kann ich hier wenigstens aufstellen. Ein Golfschläger. Ja, okay, Router. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ausschlaggebend ist. Wenn der Anbieter nämlich sagt, wir gewähren die nur den und den Upload, dann. Naja. Prozent mit vollem Qualm. Ich finde das geil, so simpel gestricktes Spielen. Du hast hier mehr Möglichkeiten als in anderen Games. Ah. Besser als ISS, oder? Es sind die Fahrzeuge wirklich nicht so verbuggt. So, neue Saatgut aufstellen. Geht doch. Jetzt den Generator noch aufstellen. Kann ich mich endlich um die Lichter kümmern? Ich irgendwo haben wir noch die Generatorlichter hier. Der, 6 Stück.
Ah, cool. Alles klar bei dir, oder? Gott, erspares werde ich. Ja, toll. Und die geht nicht, oder was? Oh, Disco, 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 Disco. Okay. Ich meine, okay, was das angeht, da ist die Telekom richtig gut, aber was Versprechen angeht und Services Telekom, scheiße. So, dann kannst du mir jetzt wieder dunkel werden. Das Messer brauchen wir nicht. Das können wir droppen. Dann brauchen wir ebenso wenig. Ein Energy Drink können wir so füllen. Genau, das ist der Punkt, wo ich dann irgendwann mit der Telekom angeeckt bin. Das haben wir machen sollen und ja, nichts passierte. Mein Lenkrad löst sich jetzt. Was für ein Lenkrad? Mein Lenkrad zum Spielen. Du hast ein Lenkrad zum Spielen? Wenn ich Landwirtschaftssimulator spiele. Okay. Ist cool. Ja, ich glaube dir das. Muss bloß noch ein bisschen warten, bis ich die G27 leisten kann von Logitech. Cool, die Zombies lassen auch mal was fallen hier. Düp. Brauche keine Notiz, ich brauche was zu müffeln, zu süffeln. Moldikorn ist immer gut. Kann ich umwandeln. Wo ist es denn hin? Müsstest du immer den Landwirtschaftssimulator holen, den neuen 15. Hat Nico. Ja, zu wie vielen kannst du das denn online spielen? Bis zu 16. Bis zu 16, okay. Wird der Bauernhof denn nicht zu eng? Nee, ist ja eine riesengroße Map. Dreckszombie, du kleine Drecksratte, du kleine Mistviecher da. Purifikationstabletten, ein Rack. Alles schön einpacken hier. Ja, kommt ruhig alle, kein Problem. Den Server hostet auch Nico. Müssen wir denn echt mal absprechen? Jetzt, wenn ich Kohle bekommen habe, können wir auf jeden Fall mal gucken.
Landwirtschaftssimulator 2015. Was haben wir denn hier? Ein Pfosten und ein Weiher. Empty Can. Kostet 29,99. Also bei Steam. Das gibt's auch billiger, 100 Pro. Ja, nein. Ich dachte ja noch bloß, das bei Steam gerade. Wenn man bei GameLiebe guckt, ist da auch gibt. Bei GameLiebe, da gibt's das auch, ist ein bisschen günstiger, aber ich denke mal bei GVA oder hier bei meinkey.de gibt es auch ein bisschen billiger. Ich meine, ich hätte das letzte schon für 12 Euro oder so gesehen. Echt? Bin ein kleiner Zombie, ich renne rum. Bei GameLiebe ist nichts an. Ist das wirklich ein Hype? Was? Landwirtschaftssimulator, schreibt er gerade. Landwirtschaftssimulator Hype. Noch 23,50 bei GameLiebe. Okay. Wie viel hast du bei Steam gekostet jetzt? 29. Okay, das ist schon mal so viel Unterschied. 29,99. Müsste ich echt mal bei meinkey.de gucken oder so. Mit meinkey.de? Ja. Guck ich mal. Survivor 100, ich habe 162 Kämpfer, kostet 100. Oh, wie sind ein paar Punkte verteilt? Oder Game Laden, stimmt, gibt es auch noch. Was kostet das da? Ich kann gerade nicht gucken. Game Laden. Der Nico gerade in den gepostet. 22,99 bei Gamma. Okay. Oh, Splinter, das gibt's ja hier günstig für 10,99. Ja, deswegen hatte mich das damals gewundert gehabt, dass du dir das so zu dem Preis bei Steam geholt hast. Das gab's damals schon. Ich weiß gar nicht, hast du, glaube ich, 29 Euro oder so bezahlt für 15 Euro. Hast du es hinterhergeschmissen bekommen. Welches meinst du jetzt? Dieses Spin-Tires. Guck da immer nicht so nach woanders. Moin, Shooter. Wie sieht's aus, Shooter? Bist du auch beim Landwirtschaftssimulator 2015 Hype dabei? Machen wir da eine Gilde auf. Dieses Lachen, ich kann mich bei so einer Game Clan wird angemeldet, ja. In Dingens? Ja. Also, Burning Gamers heißen die. Okay. Da ist aber richtig Erz, ja, wenn du da mal nicht auf die Straße fährst, dann. Kannst du da wenigstens deine, Traktoren skillen? Dingens aufmotzen? Nö. Nee. Scheiße, ich habe mein Autoblatt gefahren. Toll, explodiert das jetzt? Lieber weg hier. Schade, wäre doch was. Schön kühl hätten. So 6 Gigabyte habe ich schon. Wo ich gerade auch drüber nachdenken muss. Hier der Goat Simulator, sagt dir bestimmt auch was, ne? Aber den gibt's ja jetzt als MMO oder so. Genau. Da hab ich
ich vor kurzem drüber nachgedacht, mir die Scheiße zu holen. Es war so lustig, weil die haben da Diablo 2 verarscht. Da gibt's das Cool-Level. Total bescheuert, ich schwör's dir. Ah. Jo, was haben wir denn alles hier? Schön frischen Kornmampfen. Da irgendwo Saatgut gehabt. Genau. Mann, jetzt mach doch mal hin, ey. Moment, ich habe doch eben so eine komische Puri-Dingens-der-Bumster-Tablette. Jetzt interessiert mich, wenn ich hier eine Moldy Bottle of Water habe und dann die Tabletten damit rein tue. Müsste ich doch wieder. Tatsache, da krieg ich wieder eine Flasche Wasser für raus. Goll. Ha, geil. Weil ich aber für die Tabletten gut sind. Das ist auch das erste Mal. Ich habe damals zwar gern dieses Harvest Moon gespielt, aber Landwirtschaftssimulator ist für mich auch das erste Mal. Setze ich mich auch da rein und sag, beim ersten Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und so weiter und so weiter. Dieses beschissene Messer hier. Was soll ich denn mit den Messern? Drop. Ja, mehr Spieler wird alles lustig. Egal was es ist. Mehr Spieler macht immer mehr Spaß. Dann hast du die Kuh schon gespielt oder hast du bloß erstmal angespielt? Ich habe noch gar nicht gespielt. Ich habe Achso, das bis jetzt dann nur runtergeladen. Ich wollte bisher nur warten, bis das Leute halt dabei sind, die es auch zocken. Und wenn Nico das auch hat bald, dann wird es eh total lustig.